Sie werden es vielleicht nicht verstehen, aber ich liebe dieses Haus über alles. Und warum macht sie das traurig? Ich habe Angst, dass wir gut allen verlieren werden. Es ist das einzige Zuhause, was ich kenne. Sophie, ich verspreche Ihnen, dass das nicht passiert. Das werde ich niemals zulassen. Sie wollen sich so für uns einsetzen? Aber Sie und Papa sind doch nur Geschäftspartner. Ich will nicht, dass Sie Ihr Zuhause verlieren. Es klingt so viel Liebe mit, wenn Sie über das Gut sprechen. Woanders könnte ich auch gar nicht leben. Sie wissen wahrscheinlich gar nicht, was mir Ihr Angebot bedeutet. Gehen wir doch zu Papa und erzählen es ihm. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Es ist gerade so schön. Du solltest Sophie sagen, dass Friedrich um ihre Hand angehalten hat. Warum? Wie soll denn sonst das Kind eine Entscheidung treffen? Du weißt, dass ich es sowieso nicht will. Max, soll ich dir helfen? Lass mal, ich habe fürs Erste genug. Hartenstein ist hier? Ja, er hat vor, dem Grafen ein Darlehen anzubieten. Ein Darlehen, aha. Und was bekommt er als Gegenleistung? Was soll er denn bekommen? Stell dir vor, Papa, Herr Hartenstein will uns mit einem Darlehen aushelfen. Das Thema ist zu den Akten gelegt. Das verstehe ich nicht. Ich denke, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Der Graf kann euren Lohn nicht mehr zahlen? Dann sieht es aber wirklich schlecht aus. Reg dich nicht auf. Wir haben ja eben Geld gekriegt. Für einen Monat. Und dann? Sophie hat gesagt, alles wird wieder gut. Kinder, das Essen ist da. Na, nun setzt euch doch erst mal. Lecker. Kartoffelsuppe mit Sahne. Nix da. Die Suppe kommt in die Kammer. Ihr wisst genau, dass wir nichts zu verschwenden haben. Sag doch, Matteo, wie ist denn die Stimmung oben? Meinst du, Hartenstein wird dem Grafen das Geld geben? Gnädiger Herr lässt sich doch nie etwas anmerken. Aber unser Gast hat sich bestens amüsiert. Und Sophie? Sie hat Herrn Hartenstein sehr nett unterhalten. Ich glaube, das hat ihm am besten gefallen. Na, dann hat sich ja der ganze Aufwand gelohnt. Alles andere würde mich sehr wundern. Du, Max, hast du was mitgekriegt? Wie siehst denn du die Sache? Hartenstein hat recht gute Laune. Mehr kann ich nicht sagen. Das hört sich doch alles ganz gut an. Fritzchen, magst du vielleicht jetzt doch eine Suppe? Oh. Ich auch. Mein Dank an die Küche. Das Essen war wieder hervorragend. Gudrun wird sich freuen. Es war mir eine Freude, mit Ihnen reden zu können. Ihre Familiengeschichte ist wirklich unglaublich interessant. Aber bei so einer charmanten Erzählerin, da ist selbst noch ein Geschäftsbericht unterhaltsam. Danke. Herr Hartenstein. Gräfin. Grüßen Sie Pater Johannes und Jörg von mir. Werde ich tun. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Hartenstein. Warum bist du das Angebot von Herrn Hartenstein ablehnen? Ich habe meine Gründe. Aber er kann uns gerade das geben, was wir brauchen. Das verstehst du nicht, Sophie. Und glaub mir, ich weiß, was ich tue. Und
Versteh mich doch, Magda. Wenn du so weitermachst, landen Sophie und ich im Armenhaus und im Schulter. Du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich gegen meine Prinzipien handle. Unser Personal hat alles gemacht, um uns diesen Abend zu ermöglichen. Max, der diesen Tisch gezimmert hat, Gudrun zu essen aus dem Nichts gezaubert, soll das alles umsonst gewesen sein? Alle in diesem Haus haben begriffen, dass Friedrich Hartenstein unsere letzte Chance ist. Alle, außer dir. Ich kann das Darlehen von Hartenstein nicht annehmen. Warum denn nicht? Du hast doch bereits Geschäfte mit ihm gemacht. Glaub mir, dass ich das sehr bedauere. Nur deshalb verrottet jetzt unser Wein auf dem Meeresboden. Hartenstein ist doch nicht schuld, dass es einen Sturm gab. Aber ich wünschte mir, ich hätte auf meine innere Stimme gehört. Von Anfang an hatte ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich hätte die Finger davon lassen sollen. Diesen Fehler mache ich kein zweites Mal. Und erst recht nicht, wenn es sich um meine Tochter Sophie dreht. Es handelt sich doch um ein Darlehen und nicht um den Verkauf deiner Tochter. Das macht doch für Hartenstein keinen Unterschied. Und ich bleibe dabei, dass er es ganz genau so meint. Warum verlässt du dich zur Abwechslung nicht mal auf Sophies Menschenkenntnis? Was willst du damit sagen? Vielleicht möchte sie Hartenstein ja kennenlernen. Jedenfalls hat sie sich heute Abend blendend mit ihm unterhalten. Gefallen, ich bin der Beste. Du schummelst ja auch am besten. Ich hab nicht geschummelt. Spielst du mit Rika? Der Graf hat es Darlehen abgelehnt. Der hat Mut. Hat Sophie gesagt, warum? Nein, sie versteht es auch nicht. Es ist alles aus. Wo sollen wir denn jetzt hin? Erstmal kommt ihr wieder nach Hause. Hm? Du kommst natürlich auch zu uns. Bei Sophie bleiben. Ja, denkst du, ich habe Lust, wieder zu viert in einem Bett zu schlafen? Wenn wir zusammenhalten, dann schaffen wir das schon. Jetzt kann ich Lina zu Weihnachten doch nicht die Haarspange schenken, die ich auf dem Markt gesehen habe. Und Fritzchen den Kreisel auch nicht. Fritzchen bekommt seinen Kreisel. Ich bastle ihm einen. Aber was ich mir wünsche, kriege ich nicht. Wir schenken uns doch deshalb nichts, weil es so schwierig ist dieses Jahr. Ich will doch auch nichts, was man kaufen kann. Du hättest mich Heiligabend bestimmt gefragt, oder? Ach, Rika. Wie sollen wir eine Familie gründen ohne eigenes Zimmer? Jetzt muss ich mir erst recht um meine Geschwister, meine Mutter kümmern. Dann warten wir eben. Weißt du, deshalb mag ich dich so. Du magst mich. Du weißt genau, was ich meine. Dann sag es. Sag, dass du mich liebst. Dein Vater wollte dir nicht sagen, warum er das Angebot von Hartenstein ausgeschlagen hat. Nein. Aber er wirkte ziemlich wütend. Irgendetwas muss zwischen ihnen vorgefallen sein. Hat er irgendwelche Bedingungen gestellt? Oder will er eine Gegenleistung? Eigentlich kam das Angebot ganz überraschend. Hartenstein ist Geschäftsmann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er euch aus reiner Nächstenliebe Geld leihen will. Wahrscheinlich hat er einfach ein schlechtes Gewissen, weil wir den ganzen Wein verloren haben. Außerdem fühlt er sich wohl hier. Jedenfalls sind wir genauso weit wie vorher. Wir brauchen Geld. Aber auf dem Markt verdienst du doch welches. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es reicht gerade, damit alle etwas zu essen haben. Du hast gesagt, dass der Handel erst richtig anlaufen muss. Das stimmt.
Aber die Schulden von Gut Ahlen werden wir damit nie zahlen können. Du willst den Schmuck also wirklich verkaufen? Wie kann ich ihn tragen, wenn mein Papa Schulden hat? Sophie, nicht die Lieblingskette deiner Mutter. Sie würde es auch wollen. Aber die hat dir dein Vater zur Erstkommunion gegeben. Von Andenken und schönen Erinnerungen wird man nicht satt. Jeder Taler zählt. Dass du und Benedikt eure Hochzeit verschieben müsstest, fällt dir ja auch nicht leicht. Wir warten aufeinander. Egal wie lang. Max und ich auch. Ich will gar nicht daran denken, dass ich mal nicht mehr für dich arbeite. Dich immer an mich erinnerst. Von Andenken und schönen Erinnerungen wird man nicht satt. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin zu allen Schandtaten bereit. Sie wissen ja bestimmt, dass mein Vater in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Botho hat etwas in der Richtung erwähnt, ja? Kräutertee. Mhm. Sind es denn größere Schwierigkeiten? Naja, ich habe beschlossen, meinen Schmuck zu verkaufen. Allerdings kenne ich mich nicht so gut aus, um den Wert einzuschätzen. Und da komme ich ins Spiel. Ich wollte Sie bitten, ob Sie mich zum Juwelier begleiten. Sie haut man ja bestimmt nicht so leicht übers Ohr. Das fällt Ihnen sicher schwer, sich davon zu trennen. Es ist aber auch eine schöne Sammlung. Ja. Besonders die hier würde ich gern behalten. Sophie, ich bewundere Sie dafür, wie Sie das alles auf sich nehmen. Also helfen Sie mir? Selbstverständlich. Dann machen wir uns doch gleich auf den Weg. Sie müssen mich nicht begleiten. Ich weiß schon jemanden, der sicher sehr interessiert sein wird. Danke. Magda, wie schön, Sie zu sehen. Valerie. Sie Ärmste, es muss ja entsetzlich für Sie sein. Sie haben davon gehört? Sie wissen doch, schlechte Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Wie schaffen Sie es denn, damit zurechtzukommen? Glücklicherweise handelt es sich nur um einen vorübergehenden Engpass. Mein Bruder wartet, dass sich unsere Lage in Kürze normalisiert. Oh, Gott sei Dank. Man mag kaum glauben, dass hier kürzlich erst Sophies Geburtstag gefeiert wurde. Eine Schande. Es war ein so prachtvolles Fest. Es freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Planen Sie denn auch in diesem Jahr wieder einen Silvesterball? Na ja. Ach. Das heißt, Sie wissen es nicht? Gott, das ist ja schrecklich. Magda, in Ihre Haut möchte ich wirklich nicht stecken. Die alte Schnepfe hat sich gewunden wie ein Aal. Sie wollten mir weismachen, dass es sich um einen vorübergehenden Engpass handelt. Dabei setzen Sie Ihren Gästen mittlerweile Kräutertee vor. Wie ich dich kenne, hast du deinen Besuch so richtig ausgekostet. Jede einzelne Sekunde. Wenn die Gräfin auch nur geahnt hätte, dass mir ihre Nichte ihre ganze Mitgift anvertraut hat. Einfach brillant. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss mich übrigens bei dir entschuldigen. Ah ja? Es war dumm von mir anzunehmen, dass du ein weitergehendes Interesse an Sophie haben könntest. Das Mädchen würde dich innerhalb von kürzester Zeit zu Tode langweilen. Ganz im Gegensatz zu dir, ne? Jedenfalls liefere ich dir hier den endgültigen Beweis, dass du ihre Familie bis aufs letzte Hemd ruiniert hast. Hast du dir schon mal überlegt, welche Art von Belohnung du jetzt von mir bekommst? Das fragst du noch? Weihnachten steht vor der Tür und vor mir liegen lauter gute Gaben. Ach, ich bin wohl der Weihnachtsmann. Friedrich, du willst mich doch nicht mit einem Collier abspeisen, das mal für eine andere angedacht war. Wenn ich mich recht entsinne, hat es dir ausnehmend gut gefallen, als du es das letzte Mal gesehen hast. Das war einmal. Ich liebe Rubine.
Du hattest schon immer einen exquisiten Geschmack. Schenkst du es mir? Lass dich überraschen. Die Herrschaft bekommt auch bloß noch Grütze. So ist es. Guten Tag zusammen. Tag, Benedikt. Hallo. Wie steht's? Habt ihr schon nach neuer Arbeit umgeschaut? Eine neue Stellung kommt für mich nicht in Frage. Ich bleibe. Ohne Lohn? Wenn es sein muss. Ich lasse Sophie nicht im Stich. Sie ist meine beste Freundin. Was ist mit dir? In der Fabrik arbeiten, das kann ich nicht. Ich hätte viel zu viel Angst, in eine von diesen Maschinen zu kommen. Wie wär's mit der Wirtschaft? Bis auf gelegentliche Raufereien ist es relativ ungefährlich, bei Heinrich zu arbeiten. Sie bleibt wegen Max hier. Ist doch klar. Wow! Wieso? Da ist doch nichts dabei. Ich gehe deswegen auch nicht weg. Wegen Max? Wegen Sophie. Wenn ich nicht da bin, kann ich sie schließlich nicht heiraten, oder? Meine Güte. Das war unglaublich. Nicht, dass ich irgendwann anders zur Klage gehabt hätte, aber... Du warst sehr inspiriert. Friedrich? Was? Oh ja. Du wächst eben einfach. Meine Inspiration? Möchtest du deine Weihnachtsüberraschung vielleicht jetzt schon haben? Weihnachtsüberraschung. Liebend gern, aber ich glaube, ich fürchte, dazu bleibt uns nicht die Zeit. Ich habe noch Termine. Spielverderber. Papa, ich muss dich kurz stören. Was hast du auf dem Herzen, Kleine? Bitte. Du wirst schon wissen, wo es am nötigsten gebraucht wird. Sag mal, wie kommst du denn an so viel Geld? Ich habe meinen Schmuck verkauft. Was welchen? Alles, was ich hatte. Die Juwelen waren noch das Letzte, was dir geblieben ist. Warum hast du das getan? Du weißt nicht, womit du deine Hypotheken abbezahlen sollst. Wie kann ich da Schmuck von diesem Wert einfach so herumliegen lassen? Aber das war deine Aussteuer. Wenn du mal heiratest, dann stehst du mit leeren Händen da. Der Mann, den ich heirate, interessiert sich nur für mich, nicht für Saphire oder Diamanten. Aber das kann ich nicht annehmen. Ach, bitte. Alle hier im Haus setzen sich für uns ein. Max eröffnet den Wildhandel. Lina, Rike und Gudrun. Alle machen mit. Soll ich da rumsitzen und Däumchen drehen? Du hast mir lange genug verschwiegen, dass wir vor dem Ruin stehen. Lass dir wenigstens jetzt helfen. Wo kommt denn das viele Geld her? Sophie hat ihren Schmuck verkauft. Was hast du? Dass es so weit gekommen ist, ist alles deine Schuld. Danke, meine Kleine. Das wird eine tolle Zeit. Du gehst auf die Jagd und ich verkaufe, was du geschossen hast.
Vergiss nicht, dass du deine Arbeit auf dem Gut nicht vernachlässigen darfst. Aber nur bis Ende des Monats. Wenn ich keinen Lohn mehr bekomme, kann ich hier sein, so oft ich will. Was ist das für eine Einstellung? Na, ihr beiden? Rico und ich haben gedacht, ihr könntet vielleicht etwas Hilfe gebrauchen. Ach, Max und ich kommen prima zurecht. So ein Unsinn. Irgendwas gibt's immer zu tun. Wusste ich's doch. Sophie hat selbst die Kette ihrer Mutter zu Geld gemacht. Ich gratuliere. Sie besitzen jetzt alles, was für die von Ahlens einen Wert hatte. Damit sind Sie am Ziel. Noch nicht ganz. Jetzt, wo die gesamte Familie des Grafen schutzlos ihrem Schicksal ausgeliefert ist, braucht Sophie einen starken Beschützer. Und das sind Sie. Hans, welch brillanter Denker. Übrigens, wussten Sie, dass Gut Ahlen einen Marktstand gepachtet hat? Das ist mir neu. Und Sie verkaufen Fleisch. Eine Verzweiflungstat des Grafen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut geht. Die junge Gräfin Sophie ist auch da. Herr Hartenstein. Sophie. Könnte ich Sie einen Augenblick sprechen? Natürlich. Ich wollte Ihnen etwas geben. Schon wieder ein Geschenk? Sie wissen doch, dass ich das nicht will. Packen Sie es doch erstmal aus. Ablehnen können Sie immer. Meiner Mutter. Ich war ganz erschrocken, als ich sie in der Auslage entdeckt habe. Also, dass Sie jetzt schon Ihre schönsten Erinnerungsstücke versetzen müssen. Auch wenn sie einmal uns gehörte, ich kann es nicht annehmen. Am liebsten wäre mir, wenn ich mein Versprechen einlösen könnte und Gut Ahlen retten würde. Sophie. Mir Mamas Kette zurückgebracht. Glaub bloß nicht, er macht das alles nur aus Spaß. Papa, Tante Magda, ich möchte euch sprechen. Willst du nicht erst einmal ablegen? Kann es sein, dass ihr mir die ganze Zeit etwas vorgemacht habt? Die hat mir Hartenstein eben gegeben. Wie um Gottes Willen kommt dieser Mann an Christines Kette? Das ist doch egal. Ich will jetzt von euch wissen, warum er ein Vermögen für mich ausgibt, obwohl du ihn gestern rausgeworfen hast. Das macht er doch nicht nur so zum Spaß. Vielleicht hofft er auf diese Art, wieder mit mir ins Geschäft zu kommen. Ich habe gehört, dass du ihm als Geschäftspartner gar nicht so wichtig bist. Wollt ihr mich mit Hartenstein verkuppeln? Ich habe es dir von Anfang an gesagt. Was? Also gut. Herr Hartenstein hat um deine Hand angehalten. Friedrich Hartenstein hat um meine Hand angehalten? Und ihr sagt mir nichts davon? Was hat er? Schon vor ein paar Tagen. Ich habe die ganze Zeit nichts davon gewusst. Ich nehme auch seine Geschenke an. Warum soll ich Ihrer Meinung nach wohl aufhören, der jungen Gräfin den Hof zu machen? Weil Sie damit eindeutig zu weit gehen. In Krisenzeiten gilt es, zuerst an die Familie zu denken und deren Überleben zu sichern. Alles andere ist nebensächlich. Das heißt also, ich soll Hartenstein heiraten? In der Tat. Das werde ich niemals tun.